Und bei mir ist der Samuele Campo vom FC Basel. Der Mann, der heute oben in der Startelf gestanden war vom FC Basel. Jetzt haben sie sich von den Fans verabschieden, ohne Fußball gespielt zu haben. Wie ist man mit dieser Situation jetzt umgegangen in den letzten dreiviertel Stunden? Ja, es ist schade. Es ist schade für die ganze Mannschaft, für beide Fangruppen. Wir wollten spielen und es ist natürlich schade, dass das jetzt nicht geklappt hat. Wie war es in der Garderobe, wenn man eben nie gewusst hat? Zuerst hat es Viertel ab 7 Uhr, nachher ist man von 7:30 dann ausgegangen. Ja, man probiert natürlich konzentriert zu bleiben, aber schwierig auch mit diesen Umständen. Aber eben, man probiert in der Garderobe konzentriert zu bleiben, trotzdem noch fokussiert zu bleiben, aber es ist schwierig. Was bedeutet es für Ihren Rhythmus? Eben, heute hätten Sie von Anfang an gespielt. Ja, eben, ich habe mich gefreut und wie ich gesagt habe, ist es schade, dass ich nicht spielen konnte. Aber es wird sicher noch kommen und dann werde ich auch bereit sein. Sie können jetzt sicher einmal sagen, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ja, das ist es so, ja. Besten Dank, Samuele Campos. Dankeschön.